Hermann Weyl, Mathematiker. 1930 bis 1933, Merkelstraße 3. Klaus Hugo Hermann Weyl. Klaus Hugo Hermann Weyl, geboren am 9.11.1885 in Elmshorn bei Hamburg, gestorben am 8.12.1955 in Zürich, war ein Mathematiker. Weyl immatrikulierte sich an der Georgia Augusta am 21.04.1904 für das Fach Mathematik und war Student von Professor Hilbert, der Promotion 1908 und Habilitation 1910, folgte 1913 das Ordinariat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. 1930 trat Weyl die Nachfolge David Hilbergs in Göttingen an, emigrierte aber schon 1933 mit seiner jüdischen Gattin in die Vereinigten Staaten. Von 1933 bis 1951 war er Professor am Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey. Bis 1917 war Weyl vor allem mit Themen der reinen Mathematik befasst, um sich danach der modernen Physik, Relativitätstheorie, Quantenmechanik zuzuwenden. Mit seinen Arbeiten zur Feldtheorie, Raum, Zeit, Materie, Berlin 1918, die sechste Auflage erschien 1977, und zur Gruppentheorie, Gruppentheorie und Quantenmechanik, Leipzig 1928, schuf er wesentliche mathematische Grundlagen zur theoretischen Physik. Die von Professor Dr. Horst S. Holtgrün beantragte Gedenktafel wurde im Rahmen des gemeinsamen Gedenkkolloquiums am 8. November 1978 für Emmy Noether, Hermann Weyl und Richard Courant angebracht.